Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei unserer Elli. Es geht weiter. Und zwar mit dem teuersten und aufwendigsten Projekt bisher. Haben wir in dem Bestandsaufnahme-Video schon was von erzählt. Und zwar kommt der Wassertank weg und diese beiden Stauboxen kommen weg. Und dafür kommen hier zwei neue große Stauboxen hin. Zusätzlich haben wir hier hinten noch die Kanister. Die kommen auch weg. Hier kommt auch eine Staukiste hin. Und auf der anderen Seite genau das Gleiche. Also vier große Stauboxen, die hinteren auch angeschrägt. Ja, müssen wir bauen oder dürfen wir bauen? Wird auf jeden Fall das Megaprojekt. Wahrscheinlich wird das hier ein Zweiteiler. Ich habe mir überlegt, dass ich das alles aus Stahl und Aluminium kombiniert baue. Der Stahl für die Festigkeit, das Aluminium fürs Gewicht. Das erkläre ich euch aber gleich nochmal. Wir machen jetzt einen kleinen Location-Wechsel, weil ich die gar nicht hier baue, sondern woanders, wo ich besser schweißen kann. Und da geht's jetzt rein. Ja, das ist so das, was wir brauchen für die Staukisten. Ich werde das Ganze aus 25 x 25 mm Winkelstahl bauen, 3 mm dick. Das hier sind noch Restbestände. Und ansonsten habe ich hier hinten richtig viel Material noch besorgt. Ich glaube, in Summe habe ich über 50 Meter Stahl. Ein Paket fehlt noch mit einem Z-Profil, was nach vorne für die Dichtung kommt. Das zeige ich euch dann aber. Und dann habe ich einen richtigen Schnapper gemacht. Und zwar 2 mm Alublech für 15 Euro den Quadratmeter. Das ist so ungefähr 25% des Preises, was man sonst zahlt. Und zwar sind das Reststücke, immer 1,50 lang, in drei verschiedenen Breiten. Einmal 44 cm, einmal 69 und einmal 70. Und das passt alles ziemlich gut. Also ich habe recht wenig Verschnitt und zahle halt echt nur einen Bruchteil von dem, was ich sonst zahlen würde für eine ganze Platte. Ja, die habe ich besorgt. Das heißt, mit dem Alu, da sind wir recht günstig. Ansonsten werde ich jetzt mal anfangen. Ich habe mir einen Plan gemacht, was für Profile ich mir zuschneiden muss. Ich werde ganz viel auf Gehrung schneiden müssen, deshalb habe ich mir hier auch eine Metallbandsäge gekauft. Recht günstig, ich glaube 99 Euro. Sonst sind die echt deutlich teurer. Ich bin mal gespannt, was die kann. Das wird auf jeden Fall jetzt mal intensiv auf die Probe gestellt. Ich fange jetzt mal an, erstmal ein bisschen was abzulenken, zu gucken, wie die läuft. Und dann starten wir mal mit dem größten Projekt bisher. Das sieht ganz okay aus. Zehn mal 47,5. Ja, die ersten Schnitte sehen tatsächlich ganz gut aus. Deutlich besser, als wenn man das jetzt mit der Flex alles machen würde. Erstens leiser, schneller und gerader. Ich werde jetzt mal alles schneiden, was auf 90 Grad geschnitten werden muss. Und sobald es dann um Gehrung geht, testen wir nochmal, wie das funktioniert. Die ersten 21 von insgesamt 76 Winkelstücken habe ich zugeschnitten. Jetzt stellen wir das hier auf 45 Grad ein und dann geht es an die ganzen Gehrungsschnitte.
alles zugeschnitten. Hier sieht man vier Pakete für die jeweiligen Stauboxen. Die erste hier vorne, die größte, ist auch die komplizierteste. Aber das zeige ich euch dann später alles. Ich werde jetzt erstmal alles blank machen, alle Kontaktflächen, die geschweißt werden. Und dann fangen wir mal an, die Stück für Stück zusammenzusetzen. Aber erstmal wird die Flex angeschmissen. Ich habe alle Schweißstellen blank geschliffen. Das war mal wieder super aufwendig. Aber jetzt ist mir noch eingefallen, bevor ich die anfangen kann zu schweißen, muss ich erstmal 300 Löcher bohren, weil ich das Alublech, das wird zwar großteils geklebt, aber das, ja, zur Fixierung muss das genietet werden. Ja, deshalb bohre ich jetzt die Löcher. Und nicht erst, wenn die Staukisten fertig geschweißt sind, weil ich jetzt mit der Standbohrmaschine arbeiten kann, dann geht das ein bisschen schneller. Aber ich dachte, ich kann schon anfangen zu schweißen. Das war wohl nichts. Also jetzt erstmal 300 Löcher bohren. Ja, 300 Löcher oder vielleicht sogar mehr, 350, keine Ahnung, habe ich gebohrt. Hat bestimmt 6 Stunden gedauert. Aber jetzt kommen wir endlich zum Schweißen. Freue ich mich schon drauf. Ich habe in jeder Staubox eigentlich zweimal die gleichen Deckel. Also einmal für vorne, die Klappe, die ich zumache. Und hinten die Rückseite. Die sehen jeweils gleich aus. Das ist bei der zweiten Staukiste das jetzt hier beispielsweise. Die zweite Staukiste, also da, wo jetzt die beiden blauen sitzen, die ist hier einfachste, weil die auch einfach nur rechteckig ist. Keine Abschrägung oder Ausbuchtung oder irgendwas. Deshalb fangen wir jetzt damit auch an. Ja, und ich würde sagen, ich punkte das mal ein bisschen durch, guck, wie es läuft. Und dann machen wir hoffentlich ein bisschen Fortschritt. Die Z-Profile, also wo letztendlich die Klappe hinterher drüber schließt, sind immer noch nicht da. Ist ein bisschen nervig, der Versand verzögert sich da gerade irgendwie. Aber hier die Rückseite und die Deckel, die können wir auf jeden Fall schon mal anfangen zu schweißen. Gestern noch die beiden ersten Rahmen geschweißt. Jetzt kann man sich das vielleicht auch ein bisschen besser vorstellen. Das hier ist die Rückseite der ersten Staukiste. Dann kommen hier 4 dieser Verbinder hin, jeweils in die Ecken. Darauf kommen die Z-Profile, die sind noch nicht da, kommen aber heute. Und dann kommt dieser Rahmen als Deckel quasi drauf mit einer Dichtung. Ein paar Scharniere habe ich besorgt, die ganz gut aussehen und gut funktionieren. Kann man das so aufklappen.
sollte dicht sein. Da kommen natürlich dann die Aluplatten rein. Die werden geklebt und genietet, hatte ich auch schon erwähnt. Jetzt ist es heute so, dass das heute der letzte Tag ist, den ich für dieses Video Zeit habe. Und ja, sinnvoll wäre jetzt eigentlich, den nächsten Rahmen zu schweißen und so. Aber ich will natürlich, dass man sich das gut vorstellen kann, wie das am Ende wird. Und dass ich auch gucken kann, ob das so funktioniert oder ob ich hier noch irgendwas verändern muss. Deshalb kommen ja, hoffentlich später die Z-Profile. Und dann ist das so, dass ich die erste Staukiste mehr oder weniger fertig machen kann. Also zumindest alles zusammensetzen. Die Aluplatten schneide ich jetzt gleich zu, dass wir das machen können. Und dann liegt der Fokus darauf, eine Musterstaubox schon mal zu haben. Um überhaupt zu gucken, ob das so funktioniert. Und im nächsten Video machen wir dann den Rest fertig, dichten das alles ab, machen die Verschlüsse und montieren das. Ja, aber heute liegt der Fokus auf jeden Fall drauf, die Platten erstmal zu schneiden, die Z-Profile zu verschweißen später und zu gucken, dass wir es hier erstmal fertig kriegen. Ich habe mir extra für das Projekt hier ein Aluminiumsägeblatt für die Handkreissäge besorgt, sodass ich die Schnitte schön sauber und ordentlich machen kann, hier mit der Schiene auch. Bin ich mal sehr gespannt, habe ich noch nie gemacht vorher, mit einem Sägeblatt Aluminium gesägt. Ja, mal schauen, wie das geht. Ich hatte gelesen, dass man das möglichst flach einstellen soll. Also so, dass es gerade so reicht. Mal gucken. Ist da, muss man auf jeden Fall mit der Fächerscheibe einmal lang gehen. Aber geht gut und schnell. Das ist schon mal sehr viel wert. Ja, sehr schön. Die ersten beiden Platten habe ich schon mal. Ich habe nämlich richtig Glück, dass die ersten Zuschnitte, die ich gekauft hatte, die haben eine Breite von 44 cm und ich bräuchte 44,3 oder irgendwas. Das heißt, ich kann die perfekt nehmen. Einfach zuschneiden, ablenken, fertig. Ist richtig gut. Die Z-Profile sind da. Ah, erkennt man's. Jetzt weiß man auf jeden Fall, warum die Z-Profile Z-Profile heißen. Ja, die werde ich jetzt zuschneiden und dann beginnt der Schweißprozess an der ersten Staubox. Sehr schön. Musik
Die erste Staukiste ist, sag ich mal, zu 80% fertig. Die beiden Bleche habe ich noch reingesetzt, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Das hier ist logischerweise der Deckel. Die Dichtung wird richtig schön gequetscht. Das heißt, das sollte dicht sein und der Abschluss hier hinten ist auch ziemlich bündig. Also wird das alles richtig schön wasserdicht. Da freue ich mich drüber. Ja, 3 Tage Arbeit für eine halbgare Staukiste. Dafür sind die anderen gut vorbereitet. Aber das seht ihr dann im nächsten Video, wie ich den Rest fertig mache und vor allem, wie das dann alles lackiert wird und die Verschlüsse, wie ich das mache. Da habe ich mir auch was Gutes überlegt. Und wie die dann final montiert werden. Das ist natürlich das Highlight dann. Das wird auch die größte optische Veränderung an der Ellie, glaube ich, sein, die wir in der gesamten Zeit des Boxenstopps haben. Ja, und wir gewinnen eine Menge Stauraum. Mit einer der Staukisten habe ich auch noch was ganz Besonderes vor. Das seht ihr aber dann in 2 Wochen wahrscheinlich. Ja, ich mache jetzt Feierabend. Freue mich darüber, wie weit ich gekommen bin, dass ich euch noch zeigen kann, wie ich das überhaupt jetzt mir so vorstelle. Und dass das nicht nur Sägen, Flexen und Schweißen ist, sondern so ein bisschen auch ein kleines Endergebnis dasteht zumindest. Aber für ein Video war das jetzt alles zu viel Arbeit. Ich denke, das ist aber auch verständlich. Wenn ihr das Endergebnis sehen wollt, schaut gerne nächste Woche rein. Vergesst nicht zu abonnieren. Und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin. Ciao.